das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht und ein universell. Jeden Versuch seitens der Bundesregierung, dieses Recht zu beschneiden, lehnen wir ab. Das hat zu tun, dass der Verstand, dass auch diesem die Aktion endgültig versorgt wird. Wir erleben die Rolle, dass die Vorbehalte der Vorgänge und die Asylrechtsverhandlungen in Köln meistens aufgeklärt sind. Und die Zusammenhänge, wenn genau aufgeklärt sind, schon wieder daran gegangen wird, die Rechte von ausländischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen zu beschneiden. Die große Entscheidung verliert damit reflexartig, aber nach unserer Sicht die Halt auf die zunehmenden Rechtsverhalten, auf die zunehmende Rechtsverhältnisse nach Rechtlinie und auf die zunehmenden Probleme und auch auf die Kontrollierung können. Unseres Erachtens ist es falsch, den Rechtsstaat zu beschneiden und Rechte einzuschränken. Und es ist unverantwortlich, wenn Rechtsbegriffe nach Rückgängen verboten werden und Menschen nach Klassen oder Herkunftsländern selektiert werden. Unterschiedliche Strafbestände nach Herkunft in das Gesetz eingearbeitet werden. Grundlegend ist das Prinzip des Rechtsstaats unverantwortbar. Strafgaben müssen für alle Menschen die gleichen Rechte haben, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Äußerung oder Herkunft haben. Das Aufenthalts- und Asylrecht ist kein Strafrecht zweiter Klasse. Sie dürfen nicht als Sonderrechte für geflüchtete Menschen ohne Deutschland missbraucht werden. Ich bedauere das außerordentlich, dass die Linke offensichtlich gerade die einzige Partei ist, die ganz konsequent die Rechtsstaatlichkeit verteidigt und Eingriffe in die Rechtsstaatlichkeit bekämpft. Und wir sind ja tatsächlich vor dem Scheideweg, gehen wir den Weg untereinander. Wir beschreiben demokratische Rechte und bleiben wir eine offene und demokratische Gesellschaft. Wir werden jetzt gerade wieder über das Kapitel und über den Haupt der meisten Großabteilungen, auch harmlos ist in Kapitel 2, benannt. Wir werden jetzt die nächsten Tage damit konfrontiert und greifen zu Scheinlösungen, wie dass man jetzt mit der Residenzpflicht Bundesrat einführen will, in wo man feststellen will, wo Asyl hat er vielleicht korrekt erklärt, die dann sich damit wird. Möglichkeiten der Flüchtlinge eingeschränkt und nicht gefördert. Das ist völlig klar, wenn man die Arbeitswelt an bestimmten Wohnorten sie bleiben, wo es zum Beispiel keine Arbeitsplätze gibt, ist das doch völlig falsch. Wir erleben gerade, dass viele solche Arbeitsstände damit geführt werden, verschärfte Abschiebungen, verschärfte Restriktionen, Wohnortspflicht und ähnliches. Das sind Scheinlösungen, die leider bundesrechtlich bedienen, aber nicht das Problem lösen. Wir müssen dann eine große Integrationsoffensive starten. Das haben wir auch schon oft gesagt. Die Versäumnisse liegen beim Wohnungsbau, die Versäumnisse liegen im sozialen Bereich. Wir müssen eine Offensive machen in diese Bereiche, in der Wohnungsbau, die Flüchtlinge dort im Arbeitsmarkt integrieren. Wir müssen Gesundheit und Erziehung zu beseitigen und wir müssen den öffentlichen Dienst so umstellen, dass er tatsächlich die Bearbeitung bewältigen kann und nicht ständig auf Eisenheit bemerkt bleibt. Das sind die wirklichen Lösungen dieser Probleme, natürlich auch die Betriebe, die Fluchtursachen der Ausstattung der Lager an den Grenzen, zu den Hauptherkunftsländern, die Flüchtlinge besser auszustatten. Das ist eine Schande. Die mittig und die ohnehin für die Künstler ausgestattet werden, wie die Menschen bleiben müssen, dann bleiben sie nicht wundern, wenn sie schnell weiterziehen. Wir glauben, dass das Jahr 2016 ein entscheidendes Jahr ist. Diese Richtung gehen oder umwelt eine Politik der Restriktionen und Verletzung der Rechtsstaatlichkeit gehen. Das ist völlig klar, die Linke wird um eine Politik kämpfen. Größere soziale Gerechtigkeit, größere Integration der Flüchtlinge wird sich gegen Eingriffe im Rechtsstaatsprinzip wehren. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und
politischen Parteien müssen sich entscheiden, welche Richtung, welche Entwicklung sie unterstützen wollen. Welche Gesellschaft ist wachsen für Rassismus? Welche Gesellschaft für Rechtsoffenheit? Also eine Gesellschaft der Sozialität und Armut? Oder eine Gesellschaft der Mitmenschlichkeit? Also eine Gesellschaft des Miteinanders? Oder eine Gesellschaft des Miteinanders? Und wir sind uns einig, die Linke soll für eine Gesellschaft des Miteinanders stehen. Wir wollen zu den Leuchtkraft des Öffentlichen stärken, damit es in den Lebensbereichen strahlt. Und konkret wird es nun folgende Arbeitsschwerpunkte für die Linke im ersten Halbjahr 2016. Zum einen den Kampf gegen Rassismus und Sexismus gleichermaßen. Wir wollen die Zusammenarbeit mit antirassistischen Initiativen, mit der Bewegung der Rechte und Solidarität und mit feministischen Initiativen fortführen und zum Beispiel im Rahmen des Bewegungsanschlags. Zweitens der Einsatz für Frieden. Deutschland ist Kriegspartei faktisch in Syrien. Und auf der Weise besteht darin immer wieder herauszuarbeiten, dass es eine Spirale von Krieg und Terror gibt, die sich gegenseitig hochschaukeln. Und wir wollen dagegen im Rahmen auch schon mit der Friedensbewegung setzen. Unter anderem bringen wir bereits am 19. März eine Friedenskonferenz durch, wo es auch darum geht, deutlich zu machen, es gibt bessere Antworten auf die gegenwärtige Situation des Bomben. 2016 ist auch das Jahr, dem der Arbeitsvergehensatz unterrichtet wird. Wir sind auch immer gesagt, wir wollen das Hartz-IV-Sanktionssystem auf Sanktionsstelle, sanktionsfreie Mindestsicherung über 1050 Euro pro Jahr. Wir werden die Berechnung mit einer eigenen Expertise betreiben und auch die bewussten Teilrechnung, die Manipulation aus dem Haus und alles aufzudecken. Viertens, die Flüchtlingszahlen. Streichen vor allem die Dringlichkeit von Forderungen, die schon lange im Raum stehen, für die wir als Linke auch schon lange gekämpft haben. Zum Beispiel die Forderung nach mehr Personal in Bildung, Gesundheit und Pflege. Denn wenn neue Flüchtlingskinder in die Klasse kommen und manche auch erst die deutsche Sprache sich aneignen müssen, dann heißt das natürlich, dass mir das natürlich gut, wenn es mehr Lehrkräfte gibt, damit die neuen Aufgaben nicht einfach auf den Rücken der Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler und die neuen Schülerinnen und Schüler gut pädagogisch wertvoll begleitet werden können. Insofern werden wir im Rahmen unserer Programme, das muss drin sein, eine Aktionswoche um den 1. März herum durchführen unter dem Schwerpunkt mehr Personal in Bildung, Gesundheit und Pflege. Fünftens, ein weiterer Schwerpunkt unserer Kampagne, das muss drin sein, ist der Kampf um Umverteilung der verkannten Überwerbsarbeit durch Arbeitszeitverkürzung. Wir finden, es ist nicht hinnehmbar, wenn der eine Teil der Bevölkerung unter langsamer Wertlosigkeit leidet und der andere unter Dauerstress. Wir bestreichen das auch nochmal, weil wir im zweiten Leben, wo die Arbeitgeber offensichtlich zum Sturmblasen aus des Arbeitszeitgesetzes werden, wir haben Widerstand leisten. Es geht um viel mehr als eine bloße Verteidigung des Status quo. Es geht uns um Zeitsouveränität und Zeit für das ganze Leben. Um es zusammenzufassen, unsere Schwerpunkte für das erste Halbjahr 2016. Erstens, klare Zeichen gegen Rassismus. Zweitens, Einsatz für den Frieden, zum Beispiel mit einer Friedenskonferenz. Drittens, das Einmischen mit einer eigenen Expertise in die Überarbeitung des Hartz-IV-Gesetzes. Viertens, eine Kampagne und Schwerpunkt für mehr Personal in Bildung, Gesundheit und Pflege. Und fünftens, der Einsatz der Arbeitszeitverkürzung und Zeitsouveränität. Ja, wir haben gesagt, wir befinden uns im Jahr 2016 in einer Zäsur. Gesellschaftliche Entwicklung. Da stellt sich natürlich immer die Frage der Nicht-Option, wenn eine progressive andere gesellschaftliche Entwicklung rein als die, die wir gerade erleben. Man kann dafür sagen, dass es mehr soziale Gerechtigkeit gibt, dass sich die Probleme der Zukunft in der Tat melden. Es gab in den vergangenen Wochen Debatten über Rot-Rot-Grün im Ausblick auf das Bundestagswahljahr 2017. Und ich will ein paar Sätze zu dieser Debatte sagen. Wir sind sehr dafür, dass die Politik von Wahlen in der großen Koalition geändert wird und dass ein tatsächlicher Politikwechsel in der Gesellschaft stattfindet. Wir haben hier wieder betont, dass wir brauchen wieder ein Erfolgprojekt, klare Alternativen, auf die sich die Parteien links von der Regulierung
tatsächlich geeignet sind, eine Politikwechsel herbeizuführen. Was dann für andere konkrete Bereiche Arbeit, wir wollen offensiv gegen prekäre Arbeit und uns gleichzeitig den Herausforderungen der Digitalisierung stellen. 2016 werden wir auch massiv für die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns kämpfen. Wir betrachten das als großen Fortschritt, dass es den gibt, der ist aber zu niedrig. Dann muss er natürlich auf 10 Euro erhöht werden und muss auch perspektivisch weiter erhöht werden, sodass die Menschen tatsächlich mit dem Mindestlohn eine Existenzgrundlage finden, die auch ermöglicht, mit einem Standard sich in der Welt einzusparen und nicht in der Ausarmung durchzugehen. Das zweite Feld ist das Feld der sozialen Stabilisierung der Sozialsysteme auf einem Bedingungsmachung der ganzen Kulturen, insbesondere die Rente, aber auch, wie gesagt, auch bei Hartz-IV-Frauen, wie man es ja gerade gesagt hat. Wir brauchen eine offensive Investitionsoffensive der öffentlichen Infrastruktur, das ist das dritte Feld, allein hier auch Schweiß zu leisten, weiter zu künftigen Generationen aufzuleisten, junge Generationen, das ist unumstritten. Wir brauchen keine neuen Investitionen in Straßenschienen, in sozialen, ökologischen Umbau, in den Umweltschutz. Wir brauchen aber auch keine Investitionen in das öffentliche Gemeinwohl, also insbesondere Bildung, Leitung und Gesundheit. Für uns brauchen wir mehr Demokratie. Die Menschen sind unzufrieden mit der Situation, aber durch die Parteien brauchen wir mehr direkte Demokratie, mehr Mitspracherechte, mehr Beteiligung der Bevölkerung. Wir brauchen eine Demokratieoffensive. Das richtet sich sowohl nach Deutschland als auch nach Europa. Die Menschen werden sich nicht damit abfinden, dass nicht gewählte Repräsentanten über ihr Leben entscheiden. Wir halten für die Linke tatsächlich die Partei einer demokratischen Offensive sein. Und wir brauchen mehr amtliches Geld und der Steuergerechtigkeit. Alles, was wir als sozialen Reformen durchsetzen wollen, geht nicht ohne Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Das kann man immer und immer wieder betonen. Wenn ein Mensch was anderes sagt, genügt sie. Wir haben die Umgebung der Gesellschaft, es muss alles verteilt werden und wir müssen endlich Steuergerechtigkeit herstellen. Wenn wir das nicht mehr genießen wollen, dann haben wir nur rechte und rechtspopulistische Kräfte, die dann den Verteilungskampf so führen, dass man nach unten tritt und nach oben bubbelt. Wenn wir eine gerechte Zukunft haben wollen, müssen wir Steuergerechtigkeit herstellen. Wir müssen sechstens die Jahrhundertaufgabe des sozial-ökologischen Umbaus angehen. Und es muss sozial und ökologisch sein. Also kann man die ganze Themen fragen, die ganze Frage des Umbaus der regenerativen Energie, die ganze Frage auch, wie produzieren wir so, dass möglichst wenig Naturzerstörung erfolgt und wir tatsächlich unser zukünftiges Leben sichern können. Und der letzte Punkt, wir brauchen eine offensive Friedenspolitik, wir müssen die Konflikte in der Welt zu, dass es Ausdruck einer zu fallenden, bestehenden Weltordnung, eine Krise dieser bestehenden Weltordnung, die vergleicht sehr kritisch mit zunehmenden Bürgerkriegen und zunehmenden Terrorismus. Hier müssen wir eine Alternative formulieren, die nicht genommen kann, überall in allen Krisenjahren dieser Welt ein Militär eingesetzt. Es zeigt sich, dass das keine Alternative ist, sondern wir brauchen eine neue Weltordnung, die in engem Zusammenhang steht mit sozialer Gerechtigkeit, mit ökonomischer Gerechtigkeit, die die Handelsungleichgewichte beseitigt. Auch an diesem Projekt müssen wir aber gleichzeitig arbeiten, aber die Linke will hier Vorschläge machen, auch wenn das bei uns angesprochen hat. Das ist für uns die Politik verändert. Dort werden wir Konzepte nach Erhaltung der Arbeit und der Sozialen schon sehr viel gearbeitet, schon die ersten Vorschläge erarbeitet, die aus der Dokumentation sind. Wir haben die SPD-Grünen und den Akteuren in der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Sozialverbänden, sozialen Bewegungen als Diskussionsgrundlage für eine Politikwechsel anbieten und wir hoffen, dass wir von beiden.
Seit